Genau. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderschönen Folge LS19 Bergisch Land mit dem Darky Jörgi. Hallo. 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 Ach, wieso? Das Weihnachtsintro wäre doch schön. Nein. Gerade nochmal abbrechen müssen die Aufnahme, weil ich habe das Weihnachtsintro einfach laufen lassen. Wir haben irgendwie Juni und ich habe einfach Weihnachtsintro laufen. Ah, du bist voll, ne? Shit. Ich bin voll, ich fahr dich. Oh, da kommt ein Simon, ne? Aber voll im Möhre. Normalerweise muss ich ihn voll wegrammen. Warten Sie! Ja, ich nehm das Brot mal schnell rein, nicht, dass es da drunter ist. Habe ich schon gesehen. Nee, alles gut. So viel weiß ich schon, wie das funktioniert. Ach so. Naja. So. Ich klappe das Ding jetzt einfach mal ein, weil das wird doch zu breit, wenn ich da rausfahre mit dem. Warte mal, das muss ich jetzt aber anders machen. Dann muss ich jetzt hier rüberfahren. Weil das geht ja dann so. Mein Gott, ist das hier mit den Röhrchen schwierig. Ha, ha, ha. Wait. Ich hab das in den ersten Tag gestellt. Ich hab das im Griff, also. Ja, okay. So. Ich guck mir das an. So. Ja, warte, ist. Kein Meister vom Himmel gefallen, habe ich mir sagen lassen. So. Weiß nicht, ob das passt, aber... Kriegst du das hin? Na klar. Buch. Was ist denn jetzt schon wieder? Alles gut. Hm. Das ist irgendwie schwierig, wenn du das immer so sagst. Ich hab vorne bloß auf der Vollachse keinen Grip mehr gehabt, den auf einmal. Ach so, ja, wenn er nicht mehr ist. Was ist denn jetzt schon wieder? Nee, dass er keinen Grip gehabt hat. Ach so. So, jetzt sind die Sachen alle da, Dagi. Kann ich jetzt grobern gehen? Ja. Kann ich bei dir mitfahren? Oh. Ja. Voll geil. Also, wir schenken auch mal mit draufnehmen, ne? Wäre cool, ja. Ich bin der Meinung, wir hatten das drauf, aber... Weiß ich nicht. Ist egal. Du meinst Holzer? Nein. Hä? Was? Was war das denn jetzt für eine Aktion? Ich glaube, da hat jemand sich verdrückt. Möglich. Einfach nie nachfragen. Ne? Was? Gott. Jetzt ist hier auf einmal Verkehr. Ja, guck mal. Jetzt ist Uwe hier vorbeigeschossen. Jetzt kommt da noch einer. Ich glaube, wir sollten mal. Ich glaube, das ist Simon. Nee, könnte Boxer sein. Warte. Simon. Aber sehr spät. Jetzt wird er hier hinkommen. Warum sitzt ihr denn zu zweit im Drescher? So. Dann werde ich mir mal den. Was haben wir? Also das. Ist das jetzt ein grober, was wir haben, ne? Dieses komische Ding da. Dieses komische Ding ist ein grober, ja. Okay. Gehört mein Dreieck, ne? Bitte? Mhm, genau. Das ist mein Dreieck. Kann nicht, das habe ich gerade eben mitgekauft. Ehrlich? Ja. Aber gefällt mir gut. Passt gut zum Traktor, muss ich sagen. Ich habe mal eine Frage. Wisst ihr denn, wo es eine Tankstelle gibt hier? Weil, ja, der Diesel wird halt knapp langsam, ne? Also, ja, aber ein Eierverkauf.
Ich habe jetzt nichts verstanden. Falls Ron und Simon in der Nähe sind. Ach so, da hinten. Ja, da gut, da fahre ich mal kurz tanken. Muss ich mal das Konstrukt von Jörgi angucken. Warte mal, was hast du denn alles dran, Alter? Eieiei. Ja, gut, weitermachen. Ja, ne? Ja, gut. Aber ich glaube, ich spendiere uns mal heute was. Ich bin aber nicht ganz sicher noch. Eis? Kercher. Achso. Was? Eis? Kercher. Bist du kein Kercher, Freund Daki? Jetzt fahren wir so reich, deswegen. Naja, klar. Naja, also. Weil das Geld wieder weg ist. Wenn wir kein Geld für einen Kercher haben, dann besser, dass wir es lassen, ne? Aber ich gebe dir recht, die Finanzen waren schon mal schlechter. Da fährt einfach 53 der Schlepper, ne? War das hier? Jo. Alter Schwede. Ist der Grober so schwer? Der wiegt ein bisschen was, ja. Ah ja. Also die Rundleuchte vom Eicher ist eine Frechheit, ne? Aber der Sound ist geil. Alter, der schwimmt ja richtig doll vorne. Spaß? Alter Schwede. Das ist ja richtig Arbeit hier, du. Oh nein, jetzt habe ich verloren. Ah, Marc ist immer noch am Bäume machen hier. Was hast du denn anderes erwartet? Naja, irgendwann hat er keinen Bock mehr, aber irgendwie...
Das ist so sein Ding, glaube ich. Ja, 24 Meter wird das Ding jetzt nicht haben, glaube ich. Ja, 6 trifft schon eher. Eieiei, was macht denn er hier, Alter? Das ist ja eine Vergewaltigung der Geräte, was er da macht. Ich glaube, ich habe schon mal Kartoffeln angesehen, wenn ich mich recht entsinne, auf dem Feld hier oben. Kann mich aber hören. Bist du zufrieden mit dem Drescher, Ducky? Ja, vollkommen. Sehr gut. Vollkommen. Ist aber auch schon fast fertig, das Feld. Ja, gut. Da ist wieder das Problem, dass der Grober nur ab und zu grobert, wenn er gerade will. Wobei es war auch ein bisschen geländemäßig. Hast du ein Frontgewicht dran? Nur das Dreieck. Also nicht. Also eigentlich nicht, nein. Und Salufusil ist alle. Oh nein. Ein bisschen was ist noch drin, aber. Gibt da noch was am Händler, Jürgen? Müsste ja. Also ohne mein kleines Handtuch hier wäre ich ziemlich aufgeschmissen, glaube ich. Du bist doch gar nicht so warm. Doch. Ja. Ich weiß nicht, was du hast. Mhm, verstehe ich. Nur 17 Grad. Mhm. Wie viel haben wir denn hier bei uns? Na, mal gucken. Lalala. Dann hast du hier ganz schön warm bei dir. Hier ist noch kälter bei dir. 25 wird bei mir angezeigt. Muss ich mir vielleicht mal das Fenster aufmachen? 16. 16? Dann kann ich Pullover anziehen. Ja, ich habe auch Jogginghose angezogen, statt kurzer Hose. Weißt du, Dag ist auch so ein Typ, macht Klimaanlage und Ofen an. Nein. Ich habe mir ein bisschen vor diesen Abluftschlauch gefürchtet, ne? Aber eigentlich habe ich da eine richtig geile Lösung für. Ich habe mir heute eine Spanplatte zugeschnitten, die genau fenstergroß ist. Ich habe genau die 15 cm Durchmesser einfach ausgeschnitten. Jetzt kann ich immer die Spanplatte einsetzen und fertig.
Das lübt. Gut, ich mache jetzt hier noch einmal die Mission weiter. Liebe Leute, für den heutigen Tag sind wir erstmal fertig. Danke fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und bis in die nächste Woche. Bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.